Arme volle Bügel soll's. Ja. Als ich den Kaftor, haben sie zu mir gesagt, der reicht ein Leben lang. Ja, und was macht man mit Bügel soll's? Boah, so. Da wird mein Fleisch gebügelt. Und das gebügelte Fleisch wird gewürzt, vakuumiert und kommt für 4 Wochen in den Kühlschrank. Ja, 4 Wochen, 5 Wochen. Und dann kommt es raus und dann wird schön kalt geräuchert. Da wird Schinken draus gemacht. Also wird das Fleisch noch veredelt. Lecker, lecker, lecker. Hallo bei Holgers Grillen. Damit natürlich jedes von den 8 Stücke dieselbe Bügellage und Würzmischung kriegt, habe ich da die Küchenwaage abgenullt. Ja. Jetzt nehmen wir das Bügelsalz. Da brauchen wir so einen großen Esslöffel. 35 Gramm. Werkzeug, 35 Gramm. Dann nehmen wir einen Esslöffel vom Magic Dust. Ja, letztes Jahr habe ich noch ein wenig so Pfeffer- und Kräutermischung genommen. Heute habe ich mich gedacht, ich mache mal was richtig pfeffig Scharfes. Da ist zum Beispiel alles drin: Paprika, Rohrzucker, Senfmehl, Knoblauch, schwarzer Pfeffer, geräuchertes Paprika, Cheyenne-Pfeffer und. Also es ist jede Menge drin. Das probieren wir heuer aus. Wir nehmen da noch einen richtigen Esslöffel vom Magic Dust. Das ergibt dann 45 Gramm. Also das Salz ist schon mal schwerer als das Gewürz. Das verrühren wir jetzt und schön vermischen und fangen an mit unserem ersten Stück Fleisch. Also das erste Kilo Stück Fleisch, ja, also in etwa einmal Kilo plus minus. Und unseren Rub, den wir gemacht haben, unser Bügelrub, mit schön alles einschmieren. Das Fleisch schön von aller Seiten ein bisschen gleichmäßig. Natürlich dürfen wir da oben auch nicht vergessen, ja? Überall. Komplett. Weil, wie schon gesagt, das wird gebügelt. Das kommt dann einfach in den Kühlschrank und da passiert dann nichts mehr. Außer wenn ich mich ein Bier aus dem Kühlschrank hole, dass das Fleisch dann immer mal gewendet wird. Ja, das muss so sein. So. Das sieht auch schon sehr gut aus. So. Ja, wahrscheinlich habe ich ein wenig zu viel, aber vom Gewürz wird man wahrscheinlich nicht so viel brauchen. Wichtig ist das Bügelsalz. Ja. Da hat man mal einen Metzger gesagt, die nehmen immer 36 Gramm ungefähr pro Kilo. Ich habe jetzt 35 genommen, okay. Dafür ist das Fleisch nicht immer ganz ein Kilo, also passt schon. So, und so sieht es jetzt aus. Der erste Schinken ist schon fertig. Der Schinken ist fertig gebügelt und gewürzt. Meine 8 Stücke sind hier. Ja. Jetzt schneide ich hier Vakuumierbeutel in der Größe, dass immer 4 Stück reinpassen. Und dann werden die vakuumiert. Sie werden nicht ganz vakuumiert, aber fast vakuumiert. Also ein bisschen Luft lasse ich drin, damit das Fleisch drin arbeiten kann, weil es verliert ja Flüssigkeit im Laufe der 4 Wochen, wo das dann eingelagert wird. Und ja, ich schwarze das jetzt einmal zusammen. Und dann zeige ich euch die Beutel. So schaut es jetzt aus. 4 Stück in einem Beutel. Dann schiebt man das zum Vakuumieren. Ja. Ja. Macht dazu. Und dann saugen wir mal. Mal schauen.
Also wir lassen noch ein bisschen Luft drin, wir sagen es nicht ganz leer. Ja. Stopp. Seht ihr? Perfekt. Und jetzt schweißen wir es. Und das war's. So, jetzt mache ich noch eine Sicherheitsnaht. Also doppelt geschweißt. Das hält besser. Und dann kommt das Paket schon in den Kühlschrank. Fertig. So, schön einpacken. Paket Nummer 1. Ein neues Paket Nummer 2. Das schweiße ich jetzt noch zusammen. Ja, und natürlich muss ich jedes Jahr Opfer bringen für den Schinken, ob es klappt oder nicht. Das ganze Fach muss ich leer trinken, da wo Bier drin. Damit ich da jetzt den Schinken in 4 Wochen schön einlochen kann. So, da kommt der jetzt rein. Wie schon gesagt, 4 Wochen lang. Und immer wenn ich einmal runtergehe und hole mal Bier, dann gehe ich daher und drehe mal das Paket um, ja. Weil da unten sammelt sich ja immer Saft, damit es dann immer mal gedreht wird. Das kann man jeden Tag machen oder jeden zweiten, dritten Tag. Aber ich mache das halt immer, wenn ich mir ein Bier hole. Also schätze ich, ja, es wird jeden Tag gedreht. In 4 Wochen, wenn ich den Schinken raushole, dann drehen wir weiter. Bis dann.